Willkommen zurück zu SpongeBob SquamKopf The Cosmic Shake. Ich habe mich darum gekümmert, dass die erste Folge auch, naja, direkt am 1. Februar erscheint, sprich gestern. Und ja, jetzt spielen wir weiter. Und ja, gucken wir mal kurz ins Menü. Wir haben jetzt hier ein bisschen, wir haben so Hauptziele, ist halt, finde das mysteriöse Portal. Haben wir schon gefunden, da gehen wir jetzt gleich hin. Und die Kraftnotizen, eine von 9, haben wir schon auch mitbekommen. Ist die Frage, ob das jetzt nur für diese Welt zählt oder generell, dass es global gesehen 9 Kraftnotizen gibt oder halt hier in Bikini Bottom. Werden wir herausfinden. Dann gibt es hier noch den Kostümladen, der uns angekündigt wurde. Gibt anscheinend hier so einige, naja, Kampagnenkostüme. Und dann gibt es halt Kostüme, die man wohl für eine gewisse Anzahl von Golddublonen entweder bekommt oder ob man die dann kaufen kann. Ich bin gespannt auf jeden Fall, aber es gibt auf jeden Fall nicht so viele. Also es gibt mehr Spider-Man-Kostüme in Marvel Spider-Man als hier Nickelodeons SpongeBob. Aber ich frage mich gerade auch so, wird es andere spielbare Charaktere geben? Hätte ich schon Bock so ein bisschen tatsächlich. Ihr! Okay, nee, okay. Ja, Sparks ist auch mit dabei. Apropos, ich wollte mal kurz gucken, aber ich glaube, da kommen wir vermutlich nicht durch. Dieses Schild lässt mich das zumindest erahnen. Ja, gut. Wir wollen schwer drum, aber ja, das scheint wohl hier die Oberwelt zu sein, Bikini Bottom. Und dann gibt es halt, können wir mal direkt nochmal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Welten. Ja gut, dann gehen wir einfach mal in die erste Welt rein. Vielleicht auf der anderen Seite dieses Portals. Komm, Patrick, wir müssen sie retten. Wir als Freunde sind dazu verpflichtet. Na dann, Reise in die neue Welt. Gedrückt halten. Ist ja hier wie ein Vollgeist, wenn es einkaufen will. Junge, das ist wie echt Performance-Probleme. Ich hab grad, ich muss noch kurz was machen. So für mich. Ich schließe das mal kurz und öffne das wieder. Ich hab grad irgendwie so ein bisschen Verzögerung auf meinem großen Bild. Dass wir nicht mehr in Bikini Bottom sind, sieht eher aus wie der wilde Westen. Ja, ich hoffe, dass jetzt das Bild wieder synchron. Ja, jetzt sind die beiden Bilder wieder synchron. Oh, tut mir leid, Partner. Ich suche meinen Freund Mr. Krabs. Er hat ungefähr deine Größe, ist rot und mag Geld. Interessanterweise ist Mr. Krabs jetzt aber gut. Ein Krabbenproblem, was? Du solltest dich am besten mit dem Sheriff in Manta Fey unterhalten. Finde den Sheriff und Manta. Oh, ein großes Kugelchen. Diesen Patrick bin ich süß. Aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich nur einen spielbaren Charakter geben. Ich bin gespannt. So. Ja, na gut. Na gut, die eine Kugel kann ich mit dir einfach kraften. Na gut, der. Wilde Westen. Es war ja schon in den Trailern zu sehen, dass es viel mit verschiedenen Welten zu tun hat und haben ja auch schon in der ersten Folge erkennen können. Patrick, Cassandra weiß schon, was sie tut. Wenn sie sagt, dass sie Gelee braucht, um unsere Freunde zurückzuholen, dann bringen wir ihr eben Gelee. Machen wir. Süß und klebrig. Ich glaube, da unten lang zu gehen, bringt mir nicht allzu viel gerade. Dann gehen wir einfach mal hier hoch. Aber ja, so sieht schon mal ganz gut aus. Auf jeden Fall, so auch grafisch sieht es gut aus. Hab nur irgendwie das Gefühl, dass es performance-technisch manchmal nicht so gut funktioniert. Man hat auch so. Ja, das Spiel hat seltsame Übergänge. Und ja, ich bin schon wieder viel am Meckern, aber man muss halt kritisch sein, ne? Weil aber gerade der Vorgänger war halt auch dafür bekannt, einige Performance-Probleme zu haben und einen furchtbaren Multiplayer-Modus. In der Fashion gibt es ja auch keinen Multiplayer mehr.
Ey, man kann gerne Multiplayer machen, wenn es dafür keine Trophäen gibt und der Multiplayer gut ist, ne? Wenn diese Dinge erfüllt sind, dann sehe ich da kein Problem mit einem Multiplayer. Was gibt's, SpongeBob? Was siehst du? Wasser? Limo? Limo, Wasser? Was siehst du? Walfischdreck, es ist so klein. Da passen wir nie rein. Warum müssen wir nur so groß sein? Das ist nicht klein, Patrick. Ist es nicht? Es ist nur sehr, sehr weit entfernt. Wir sind gerettet, Patrick. Es ist Mrs. Puff. Wenn jemand weiß, wo Mr. Krabs ist, dann sie. Okay. Wir müssen sie einholen. Folge uns, ob das wirklich Mrs. Puff ist? Aber hier vermutlich nicht. Hier müssen wir sie kennenlernen, wie wir sie das erste Mal zu Hause kennengelernt haben, als sie uns kennengelernt hat. Verstehst du? So, die Gegend ist auch ein bisschen seltsam. Es ist halt nicht Mrs. Puff, ne? Das ist, denke ich, uns allen klar, aber SpongeBob ist das nicht klar. Aber sagen wir mal, das ist uns vor allem deswegen klar, weil wir Mrs. Puff gesehen haben in der letzten Folge. Und die ist nicht irgendwie durch ein Zeitportal verschwunden, weil anscheinend ist hier nur Mr. Krabs. Frag mich Gott, warum wir das wissen. Aber hier ist nur Mr. Krabs zu finden. Und Mrs. Puff. Nee. So. Ist ja noch ein Pizzakarton. Ja. Die beste Lieferpizza, die ich dafür weiß, ist Domino's. Definitiv. Ich hatte eine Zeit lang, da mochte ich eigentlich Kolle Pizza, war Domino's so eklig, aber dann, das war halt dann Jahre vorher, bevor ich dann gemerkt habe, dass, aua. Boah, bist du Tiny? Kennst du Tiny Tiger? Nicht sehr gesprächig. Aber ja, hab ich auch gemerkt, ja, Domino's macht richtig geile vegane Pizza. Also, was heißt richtig geil, aber halt, für eine Lieferpizza ist es ganz gut. Es gibt Tiefkühlpizza, die schon besser sind. Wobei, so diese Vegan Chicken. Eine Vegan Curry. Das kriegt eine Tiefkühlpizza nicht hin, so cremig und fluffig zu sein. Aber ich weiß auch nicht, warum wir gerade über Lieferpizza reden, weil auch nicht. Wir sind hier gerade im Wilden Westen. Da sollten wir doch viel mehr über, weiß nicht, Cowboys reden und Lucky Luke. Blasentaste. Okay, R1. R1 ist ein Schuss. Ah, gut, dass ich da drauf gekommen bin auf die Plattform. Auszeichnung freigeschaltet. Überrumpelt. Pling! Und es scheint auch alle, dass alle Trophäen auch in-game achievements sind. Kannst du die dann irgendwo sehen? Also zumindest, Auszeichnungen. Und 44 Trophäen, ich guck mal kurz. Einfach mal direkt vergleichen. 44 Trophäen, okay, das ist cool. Das ist wahrscheinlich, die haben halt Trophäen gemacht. Und Setoutern hat halt auch die Switch-Version halt Achievements, ne? Und die sehen halt auch ein bisschen, was sie tun müssen, aber... besiege 10 Feinde mit dem Bühler. Keine Ahnung, was der Bühler ist. Aber es ist auch auf jeden Fall, dass es keine verpassbaren Trophäen gibt. Das ist immer so eine Sorge. Aber ich mach mir mal keine Sorgen. Einfach das Rad gemacht. Das ist auch das Rad aus dem Spiel zum Film, ne? Was Patrick dann hatte. Ich dachte, okay, die Botten gab es das nicht, aber man kennt das. Okay, aber der Auto-Aim regelt auch, das ist gut. Aber hey, das ist im Prinzip. Ich hab's halt. Wurde halt. Ja, okay, es ist halt kein richtiges Rad. Vielleicht erweitert sich das noch, aber im Prinzip ist es gerade erstmal nur ein Ausweichmove. Aber hey, vielleicht erweitert sich das noch, ne? Na, was redet gleich mit Mrs. Puff? Da funkelt was da drüben. Klingt nach einem Abenteuer im Abenteuer. Doppeltes Abenteuer. Da ist ein goldener Pfannenwender. Die gibt's als. Das ist ein goldener Pfannenwender. Gibt's goldene Pfannenwender? Quallenfelder im Wilden Westen. Ich verstehe auch immer dann diese Muscheln nicht so ganz, die oben abgebildet werden. Aber, naja, nur das werden wir jetzt auch noch verstehen. Es gibt anscheinend noch goldene Pfannenwender. Die werden halt irgendwie nicht aufgeführt. Es gibt dann die Goldtublumen halt aufgeführt. Da. Ich würde gerne da hinten hin, irgendwie da zumindest irgendwie
auf diese Plattform rauf, ne? Ja. Ich sollte halt eigentlich noch nicht so weit vorspielen, ne? Aber irgendwie, das packt mich gerade sehr. Das war ein bisschen knapp. Ja, den Knopf ignoriere ich. Ah, warte, da kann ich hier so den Knopf, würde ich glaube ich erstmal ignorieren, aber wenn ich halt hier hochkomme. Ich kann halt irgendwie rübergleiten, ne, aber das will ich halt jetzt nicht unbedingt machen. Ah, komm, gucken wir trotzdem, dass ich das Schalter mache, wenn wir da hinkommen, weil es gilt nicht unendlich. Ja, nee, komm, da brauchen wir noch was. Dann können wir das halt nicht machen, ne. Aber es ist ja doch, macht Spaß, definitiv. Also meine Kritikpunkte bleiben bestehen, klar, ne? Das macht sehr viel Spaß und sollte mich halt dann vielleicht nicht so von der, keine Ahnung, Story zerstören lassen oder so. Mrs. Puff oder... Na, ist wahrscheinlich schon eine Mrs. Puff, ne? Also ist dann vielleicht doch recht akkurat. Oh Gott, hier muss ich aufpassen. Und es ist halt immer wieder traurig zu sehen, dass Spiele einen schöneren Schatten haben als Crash 4 Sport Time. So, ich habe jetzt einen Funwender gefunden, aber wo werden die aufgeführt? So, aber die. Okay, aber die Kraft, die Notizen, jetzt die neuen gibt es da in der Hauptwelt, okay. Folge muss es perfekt, weil die Funwender werden jetzt nicht irgendwo aufgeführt, ne? Naja, wir sammeln ein, was wir kriegen können. Was hast du? Sorry. Eigentlich funktioniert das? Ach, schade. Ich hoffe, dieses Rad wird noch erweitert. Oh, hi. Was machst du denn hier? So. Gehen wir mal zu Mrs. Puff. Die wird uns doch bestimmt irgendwie Informationen geben können. Howdy, Fremde. Ihr seid zu Fuß hergekommen? Das ist sehr gefährlich. Ihr könntet ihm nur austrocknen. Schon der Gedanke bläht mich auf. Ich krieg Blähungen, wenn ich Schneckenfutter esse. Hi, mein Name ist SpongeBob und der Ballon hier ist Patrick. Wir suchen unseren Freund Mr. Krabs. Aber er heißt vielleicht nicht Mr. Krabs. Er reist vielleicht mit einem anderen Namen. Oh, wie Jeremy. Oder Petunia. Petunia? Ich muss gerade an Harry Potter denken, aber im Eltern auch an Animal Crossing für den Gamecube. Oder Captain Chloe. Schon eher. Oder Ronaldo. Ja, bestimmt. Eine namenlose Krabbe? Ja? Geht nach Manta Fee. Da verschlägt es jeden hin, den etwas fehlt. Könnten Sie uns dorthin fahren? Das ist eine Reitschule und kein Taxidienst. Wenn du jedoch meinen Test bestehst, könntest du selbst mit deinem eigenen Reiterschein hinreiten. Mein eigener Reiterschein. Wenn du so weit bist, triff mich beim Seepferdchen. Mal schauen, ob du den ganzen Weg bis Manta Fee oben bleibst. Ja, ein bisschen Reiterfahrung haben wir ja schon von eben. Von vor 10 Minuten. Lerne den Ritt auf dem Seepferdchen. Ja, gerne, ne? Machen wir doch einfach mal direkt. Hier gibt's auch anscheinend eine Route. Hi. Hallo. Mrs. Puff, ich meine Frau Lehrerin. Ich muss Ihnen gestehen, dass... ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich nicht der beste Prüfling bin. Also... können wir diesen Teil überspringen? Sei nicht albern, SpongeBob. Ein bisschen Rodeo hat noch keinem geschadet, der es überlebt hat. Auf die Plätze. Fertig. Und los.
Okay, wir können springen und boosten. Lerne Seepferdchen-Boost. Den habe ich gerade gemacht. Aber danke, dass du mir nochmal den Hinweis darauf gibst. Können wir wahrscheinlich so Dinger durchbrechen. Er muss wirklich nur links, rechts lenken. Guck mal, jetzt ist unser Lebensanzeiger auch Krabbenburger. Da müssen wir einfach nur durchkommen, also wahrscheinlich darüber leben, ne? So, wir nehmen natürlich am besten die Perlen mit, die Gelee-Kügelchen mehr, wir haben das besser, den Krabbenburger. Ja, das. Da gibt es doch bestimmt auch später Side-Challenges. Mal gucken. Die fiebert das richtig mit gerade, ne? Ja, keine Ahnung, es war ein bisschen. Oder nee, das war okay, ne? Es war einfach nur, mein Seepferdchen stirbt jetzt. Ne? Ich glaube, das war einfach, das ist alles legal. Wie klein bist du denn? Du hast 6 Punkte. Von 7. Mir fehlt nur ein Punkt, um zu bestehen. Yippie! Oh, können wir die Prüfung wiederholen? Sie hat so viel Spaß gemacht. Ach nein, das ist nicht nötig. Ich wusste ja nicht, dass du Spaß hattest. Spaß ist einen Bonuspunkt wert. Hier ist dein Reiterschein. Oh. Vielen Dank, Partner. Ein Führerschein. Ich glaube, das geht nicht. Mit diesem Führerschein darf ich nur Seepferdchen und ähnliche Tiere reiten. Mit Ausnahme von... Hier steht überhaupt nichts von Bootmobilen. Ach, sobald es Bootmobile gibt, lege ich die Prüfung einfach nochmal ab. Aber hey, Optimismus, das brauchen wir. Sind wir jetzt ein bisschen vorangekommen? Wir haben uns jetzt wahrscheinlich jetzt komplett umgeschaut, aber da war ja noch eine Stelle, wo wir irgendeine Fähigkeit brauchen. Ich denke mal... Das wird irgendwie so eine relevante Sache sein. Dass man halt später einfach nochmal wiederkommen muss, wenn man halt mehr Fähigkeiten hat. Also so Backtracking. Ich weiß auf jeden Fall, welchen bekannten YouTuber und, Dingskirchen. Wie heißt das? Monotyper. Wer was für Monotyper das, sehr feiern wird. Wir haben es nach Mandafee geschafft, mein fliegender Freund. Mein Hintern bringt dich um von deiner ganzen Reiterei. GPS-Stats eingeladen, ich kann doch einfach so. Schon so, ne? Man jetzt hier einfach hoch. Ah, man kann es doch hochgreifen, hochhangeln, sehr schön. So, jetzt haben wir auch wieder Unterhosen als. Die Kisten wird doch nicht kaputt machen, oder? Ich kann die kaputt machen. Ne, okay. Ich finde halt das hier so ein bisschen weird, dass die Dinger nicht runterfallen. Da ist eine Dublone auf jeden Fall. Gibt ja 11 Dublonen in dieser Welt, wir wollen natürlich alle holen. Aber ich würde immer noch gerne wissen, was es mit den Fun-Männern auf sich hat, weil die haben ja, werden jetzt anscheinend irgendwie nicht ausgefüllt oder keine Ahnung, sind immer nur, gibt pro Welt einen Fun-Männer oder so, keine Ahnung. Oh, dann gehen wir doch mal hier lang. Das ist immer noch ein bisschen schwierig, aber irgendwie funktioniert das recht gut tatsächlich. Irgendwie schon fast zu gut. Was bist du da oben? Wow, das ist eine große Steinschleuder. Okay, da habe ich auf jeden Fall noch eine Fähigkeit noch nicht freigeschaltet. Das ist okay. So, noch ein Schalter. Macht das gleiche wie gerade eben. Okay, ja, das ist der Weg zur Golddublone. Sehr schön. 2 Golddublonen. Da wäre dann die zweite, ne? Das funktioniert gut. Was nicht, weiß, dass man Fehler macht, dass man Fehler vermeidet komplett, ne? Machen wir es einfach nochmal. So. Ich bin gespannt, wie lang und umfangreich das Spiel wird, weil das war ja nur, ist ja nur ein 40-Euro-Titel, was da jetzt relativ wenig ist. Und ja, einfach mal gucken, ne? Wie umfangreich es am Ende sein wird. Ich denke mal, ähnlicher Umfang wie Schlacht und Bikini Bottom möglicherweise. Könnte ich mir vorstellen, aber sind halt trotz allem... 7 Level, also mit der Oberwelt 8 Level und Lust. Ja, ich bin gespannt.
Aber ja, ich denke mal, der Umfang wird zufriedenstellend sein. 9 Rang freigeschaltet. Warum habe ich da oben 0 Goldschublonen? Neue Kostüme im Laden verfügbar. Ja, wir haben da oben, wenn es wieder 0 Goldschublonen angezeigt. Okay, wir haben 2 Goldschublonen gesammelt und die wurden dann direkt umgerechnet in den Laden. Die haben wir dann quasi ausgegeben, damit wir die Sachen kaufen können. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal 4 haben, dann. Und so weiter. Anscheinend sind immer, gibt es für 4 Dublonen, dann kriegen wir auf Level 3. Dann, wenn wir dann 8 neue sammeln, ich glaube, das sind 8 neue dann wahrscheinlich. Dann 10 neue, 12 neue, 14 neue. Ja, ja, auf jeden Fall so. Dann kriegen wir halt immer mehr Kostüme. Wir sollten halt irgendwie. Ich finde halt auch mal irgendwie mit allen Kostümen mal spielen, ne? Ist halt die Frage, ob wir diese Kügelchen noch für irgendwas anderes brauchen, aber diesen SM-Anzug, den gönne ich mir jetzt mal. Ist ein bisschen, ja, ne. Das komplette Spiel ist seltsam, passt schon. So. Wir sollten mit dem Cowboy reden. Falls du immer noch nach dem Sheriff suchst, hast du vielleicht im Saloon Glück. Wanted. The Red-Handed Bandit. Lock away your witches, he can't help it. Lock away your witches, he can't help it. Okay. Da ist Sandy. Ich meine, da ist der Sheriff. Wen haben wir denn hier, hä? Du magst so gelb wie Senf sein, aber hast du auch das? Bitte nicht beißen, zu unhygienisch. Ich suche meinen Freund Mr. Krabs, hast du ihn gesehen? Große Augenstiele, winzige Beinchen. Bin außer Dienst für das Duell, Süßer. Aber wenn du es mit mir aufnehmen kannst, sehe ich mir den Fall mal an, okay? Besorg dir einen Strohhalmpartner, am besten ohne Knick. Dann veranstalten wir einen kleinen Kaktussaft-Showdown. Kein lebendes Meerestierchen kann mehr Saft trinken als ich. Du gehst schneller unter als ein rostiger Anker. Geleberditen! Oh, ich bin irgendwie gleich tot, ne? Ich hätte gerne eine Unterhose, ich gehe hoch. Tschüss! Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Resident Evil 4. Da ist Unterhose. Ja, okay, und das ist halt dieses Symbol, was mir angezeigt wird, so wie dieses Auto anvisieren für, ja, das Ding halt. So, aber ich ignoriere euch doch, das ist gerade sehr gerne, ich will hier hoch. So, dann gab auch eine Trophäe dafür, das glaube ich zu machen. Du hast ja mehr Überraschungen auf Lager als meine Socken nach einem Sandsturm. Dass du es mit dem Gelee-Banditen aufnimmst. Dann zeig mal, was wirklich in dir steckt. Strohhalm raus. Salut. Skull. Ah, okay. Man muss es aufpacken und dann im PX spammen, um halt zu trinken. Ein ähnliches Minispiel gab es ja auch in diesem Bud Spencer, ein Terrorist Hill Spiel, was ich mal mit Leon gespielt habe. Verdammt nochmal, der Kaktussaft ist alle. Seit dieser rothändige Räuber und seine Banditen unsere Kaktusfarm übernommen haben, sind unsere Vorräte knapp. Könntet ihr uns vielleicht mehr Kaktussaft aus den Kakteenhügeln besorgen? Je eher wir unser Duell beenden, desto eher kann ich deinen Krabbenfall lösen. Schreibt mir so, als wäre Mr. Krabs dieser Bandit. Aber mal gucken. Keine Sorge, Sheriff. Hilfs-Sheriff SpongeBob. Und Ballon-Hilfs-Sheriff Patrick. Kümmern sich drum. Finde und sammle Kaktussaft. Das klingt nach einer Aufgabe. Ich würde schon fast sagen, fürs nächste Mal. Sie sind nicht mal hübsch. Sie sind nur grün, saftig und dornig. Wie eine Gurke, die wehtut, wenn man sie isst. Aua. Keine Sorge, Patrick. Wir verschwinden von hier, sobald wir mehr Kaktussaft gefunden haben. Finde und sammle mehr Kaktussaft ist die Aufgabe.
Oh oh, sieht aus, als will es ein Duell. Lerne. Ja, okay. Kennen wir schon, aber gut, dass du nochmal einen Hinweis gibst, dass ich hier den Blasenwurf brauche. Na gut, hält zwei Leben aus. So. Hallo. Ja, aber eigentlich ist es halt auch nicht schwer, die dann zu besiegen. Dieser vertraut aussehende Gentleman die richtige Richtung. Howdy, Sir. Ich bin SpongeBob Schwammkopf. Kennen wir uns? Hey, Cowboy. Tut mir leid. Du kommst mir nicht bekannt vor. Aber ich hörte zufällig, wie du davon gesprochen hast, ins Kaktusgetränkegeschäft einzusteigen. Das ist nichts für schwache Nerven. Ich empfehle, einen Berater einzustellen. Für einen kleinen Anteil von 70% sage ich dir, wo du die Kakteen mit dem erfrischendsten Saft findest. Die Leute zahlen unsägliche Summen für sie seit der Knappheit. 70%? Da ist doch was faul. Oh, tut mir leid. Sagte ich 70%? Ich meinte, natürlich 18. Das klingt doch schon besser. Geh einfach weiter, bis du die Kakteenhügel erreichst. Und trickse deinen schwer schuftenden Berater ja nicht aus. Sonst bekomme ich 90% des Geschäfts. Komm, Patrick, finden wir diese dornigen Gurken. Aber Leute, das tun wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Das Spiel gefällt euch soweit. Mein Let's Play gefällt euch soweit. Mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was uns in der nächsten Folge erwartet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.